So, meine Lieben, hier wieder eine Vorab-Info, damit ihr wisst, was nach der Schlangengrube kommt. Es wird die Fanfiction Winterrose von Darkest Soul sein, die auf fanfiction.de veröffentlicht wurde. Die ganze Story hat 8 Kapitel plus Epilog. Und es ist schon wieder eine Dreary, weil ich, sorry für alle, die drauf warten, bisher immer noch keine gute Snurry oder Scorbus gefunden habe. Und jetzt die Kurzbeschreibung von Darkest Soul. Vater sah aus, als wolle er herumspringen wie ein Welpe, als er den Zuschlag erteilte, und Draco selbst fühlte sich innerlich taub. Jetzt war er wirklich und wahrhaftig verkauft. Marcius Malfoy hat Haus und Hof verspielt, und sein Sohn soll seine Schulden bezahlen. Die Geschichte basiert auf dem Buch »Wie eine Rose im Winter« von Kathleen E. Woodivis. Natürlich gibt es auch hier wieder den Link zu der Fanfiction in der Infobox. Und ich hoffe, ihr freut euch auf die neue Story, auf ein neues Abenteuer von Harry und Draco und jeder Menge anderer Leute, die wir schon kennen. Diesmal aber in einer komplett anderen Form, was ich persönlich sehr interessant fand. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, ihr hört mich. Tschö, Elaka.